Hi, hi, oh mange Hilzer, Frau Bergen. Wir sind hier gerade auf der Dachterrasse von unserem Kloster und wie ihr sehen könnt, haben wir eine echt tolle Aussicht. Ja, wie ihr vielleicht auch seht, ist es ein bisschen am Regnen, deswegen sind wir auch entsprechend gekleidet, das ist ganz normal in Bergen. Aber trotzdem wollen wir jetzt mal ein bisschen durch die Stadt gehen und euch ein paar Eindrücke zeigen. Viel Spaß dabei! Jetzt hat es gerade noch mal richtig angefangen zu regnen. Das ist aber auch überhaupt keine Ausnahme, denn Bergen hat im Jahr 248 Regentage. Deswegen empfiehlt es sich auf jeden Fall, eine gute Regenjacke und einen Regenschirm mit nach Bergen mitzunehmen. So, der Regen ist ein bisschen besser geworden, aber ganz aufgehört hat er leider noch nicht. Wir haben gerade noch eine Geburtstagskarte gekauft für unseren Mentor Lukas, weil der morgen Geburtstag hat. Ja, und jetzt stehen wir hier übrigens vor Brüggen. Das ist ein Wahrzeichen Bergens. Ursprünglich waren das bunte Lagerhäuser. Mittlerweile sind da Restaurants und Hotels. So, wir laufen jetzt gerade hier zwischen den Häusern in Brüggen her. Und Brüggen gehört übrigens auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Genau, und außerdem haben wir gerade noch eine umfunktionierte Telefonzelle gefunden und da habe ich mir hier dieses Buch mitgenommen zum Norwegisch lernen. Jetzt auf unserem kleinen Spaziergang noch hier am St. Paul-Gymnas angekommen. Das ist die Schule, wo wir die meiste Zeit arbeiten. Und vielleicht zeigen wir euch die bald auch mal noch von drin. Genau, jetzt sind wir aber erstmal ganz schön nass und durchgefroren und gehen deswegen nach Hause. Wir beenden hier unseren Rundgang und hoffen, dass es euch gefallen hat. Genau. Hadebra! Hadebra! Bis jetzt!